Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreativstempel. Ich bin Birgit und freue mich sehr, dass ihr wieder hier vorbeischaut. Als allererstes möchte ich euch allen von Herzen ein gesundes und glückliches und kreatives Jahr 2024 wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen ins neue Jahr und habt ein paar schöne Stunden mit euren Lieben verbracht. So, und für 24 wünschen wir uns natürlich alle, dass alles gut läuft, dass das Jahr besser wird. Manche haben ihre Vorsätze. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück und eine schöne kreative Zeit. Ja, und ich möchte auch Danke sagen an euch alle, dass ihr mir hier so treu folgt und mich unterstützt. Das finde ich total klasse. Und ja, ich hoffe, wir haben auch wieder ein gemeinsames kreatives Jahr 2024. So, und jetzt möchte ich mit euch basteln. Und zwar habe ich heute eine sogenannte Center Step Karte für euch mitgebracht. So sieht sie aus. Und zwar ist unser Thema von meinem Team Kreativstempel bei unserem Instagram-Hop eine Stepper-Karte, also eine Stufen- oder Treppenkarte auf Deutsch genannt. Und ich habe mich eben für die Center-Step-Karte entschieden. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Ja, und ich möchte euch in diesem Zuge oder bei dieser Gelegenheit auch gleich ein ganz neues Produktpaket aus dem neuen Mini-Katalog vorstellen, der nämlich morgen startet. All das erwartet euch jetzt und deshalb bleibt unbedingt dran. Ich schalte jetzt um auf meinen Basteltisch und es kann dann losgehen. Bis gleich! So, ihr Lieben, das ist also die Karte, die wir jetzt gemeinsam werkeln. So schaut sie aus, so ist sie ganz flach. Und man kann sie wunderbar verschicken. Von der Größe her passt sie wunderbar in einen Umschlag. Man müsste dann eben nur das hier umklappen und dann geht das ganz genauso. Ja, ich habe hier mit einer neuen Produktreihe aus dem neuen Mini-Katalog gearbeitet. Der startet morgen am 4. Januar und wir haben auch gleichzeitig Celebration. Ich habe euch ein Erklärvideo gemacht. Was ist denn die Celebration? Was bedeutet das alles? Hier oben rechts verlinke ich euch das nochmal. Schaut da nochmal rein. Da gibt es nämlich ganz viele Geschenke bis zum 29. Januar. Gültig ist unser neuer Mini-Katalog bis 30. April, der ist zusätzlich zum Jahreshauptkatalog. Wenn ihr noch keine Demonstratorin habt und noch keinen Katalog habt, dann schreibt mir bitte, ich schicke euch den gerne kostenfrei zu, ebenso die Celebration-Broschüre. Ja, und während der Celebration gibt es eben ganz viele Geschenke, also das lohnt sich. Schaut da mal in das Video rein. So, diese neue Produktreihe findet ihr auf der Seite 3233 im neuen Mini-Katalog und das ist sie. Da gibt es ein wunderschönes Stempelset. Diese Produktreihe heißt Fahrt durch die Lüfter. Es gibt ein Stempelset, Heißluftballon, die passenden Stanzformen dazu. Mega, mega schön, wie ich finde. Mit ganz tollen Heißluftballons, Stempeln und auch schöne Sprüche. Hier kommt etwas Rückenwind, finde ich mega toll, wenn es einmal nicht so gut geht. Hoch sollst du leben zum Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag oder für die Hochzeit, für eure gemeinsame Reise ins Glück oder auch Verlobung. Das geht alles wunderbar. Also ein schönes, vielseitiges Set für viele Anlässe. Und ihr seht schon, ihr habt hier viele Stanzformen für Heißluftballons, aber eben auch für Herzen. Banner, Wölkchen sind hier dabei, also ein echt schönes Set, muss man wirklich sagen. Ganz toll gemacht. Dazu gibt es dann passend auch hier ein wunderschönes Designerpapier. Das bekommt ihr bei mir auch die ganzen Papiere und Accessoires als Probierpakete. Schau da auch mal auf meiner Seite vorbei und zwar unter Stampin' Up bestellen und dann Probier- und Musterpakete bzw. Papier- und Bändersharing. Da könnt ihr euch da auch Probierpakete bestellen, ohne das ganze Paket eben zu verwenden, bestellen zu müssen. Also ein sehr, sehr schönes Papier. Dann gibt es auch wunderschöne Steinchen und Schleifenbänder. Das sind hier diese selbstklebenden runden Akzente in Regenbogenfarben. Und ihr seht schon, das ist ein sehr farbenfrohes Set, allerdings in Pastelltönen, was natürlich genau meins ist. Und dann gibt es hier auch noch die passende Kordel dazu. Und zwar ist das so ein Dreierpack. Und
Hier haben wir Calypso, Zitronenparfum und Babyblau. Ich sag euch jetzt auch nochmal die ganzen Farben, die hier in der Produktreihe enthalten sind. Und zwar haben wir hier Azurblau, Babyblau, Babyrosa, Flamingorot, Fräsenlila, Zitronenparfum. Parfait heißt, glaube ich, Blütenrosa und Aquamarin. Französisch ist nicht so einfach auszusprechen. Genau, und damit arbeiten wir heute. Damit ist diese schöne Karte entstanden. Ich habe hier ja den Luftballon in Herzform gemacht und habe den hier so in 3D gestaltet. Ja, und wie man diese Karte werkelt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Schaut bitte auch bei meinen anderen Mädels vorbei. Ich verlinke euch hier unten mal den Instagram-Beitrag, weil da findet ihr die Mädels, die alle dabei sind und teilnehmen. Und vielleicht hat die eine oder andere auch ein Video für euch gedreht, also schaut da einfach mal rein. Ja, und wir legen los. Wir brauchen für die Grundkarte, das ist das ganze Materialpaket, ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und wir brauchen jetzt einmal für die Grundkarte einen Bogen. Ich muss mal hier ein bisschen Platz machen. Bei mir ist wieder alles hier zu eng. So, und zwar einen Farbkarton. Ich habe mich hier für Aquamarin entschieden bei der Grundkarte und der Farbkarton hat ein Maß von 28 x 10,5. Wie immer, wie ihr es gewohnt seid, findet ihr alle Maße auch noch einmal hier unter dem Video verlinkt auf meiner Homepage. Da einfach mal reingucken und dann findet ihr nochmal die ganzen Maße. So, und jetzt legen wir los. Wir müssen als erstes ein bisschen falzen und dann schneiden. So, und zwar legen wir jetzt an, das muss ich überlegen, an der langen Seite, genau, an der langen Seite und wir falzen zuerst. Ihr schiebt euch bitte die Falzklinge nach oben. Und wir falzen, legen das lange, die lange Seite bei 2,5 an und wir falzen jetzt immer nur oben und unten oder in der Mitte, also nie ganz durch, das ist wichtig zu wissen. Also vorne bei 2,5 anlegen und jetzt falzt ihr von oben bis auf eine Höhe von 2,5. Und zwar haben wir hier auf unserem Schneidbrett an diesem Arm nochmal eine Skala. Und da könnt ihr hier die 2,5 cm abmessen. Also, ihr legt das Papier bei 2,5 cm an. Und falzt jetzt einmal von oben runter bis auf die Höhe von 2,5 cm. Und ich hebe das hier so ein bisschen an, dann kann ich das durchziehen, ohne zu falzen. Und jetzt falze ich hier nochmal von 8 cm bis nach unten zum Rand. Dann habe ich nämlich jetzt oben und unten 2,5 cm jeweils gefalzt, bei einer Höhe von 2,5. Jetzt schiebe ich weiter auf 5 cm und falze auch da noch einmal dasselbe, also wieder von oben bis 2,5 cm. Dann schiebe ich die Klinge runter, also hebe den Arm ein bisschen an oder wenn ihr die Klinge einfach nur so ein bisschen hochzieht, dann ist es auch passend. Und von 8 cm bis zum Rand. So, jetzt habe ich das zweimal. Jetzt schiebe ich weiter auf, jetzt muss ich kurz schauen, 14 cm. Und hier falze ich nur in der Mitte und zwar von 2,5 cm aus lege ich meine Falzklinge hier an der Skala bei 2,5 an und falze runter bis auf 8 cm. Also quasi genau dazwischen, zwischen den Zweien, wo wir gerade vorhin gefalzt haben. Ja, also wir haben ja hier quasi das Ende und in diesem Zwischenraum falze ich jetzt, genau. Also bei 14 cm und wir falzen von 2,5 cm bis 8 cm. Und jetzt schiebt ihr den Farbkarton nochmal weiter und zwar auf 16,5 cm. Und jetzt falzen wir wieder oben und unten von oben bis 2,5 und dann nochmal von unten von 8 cm bis zum Rand. So, und jetzt habt ihr hier 1, 2, 3, 4 Falzungen und dann passt das. Jetzt drehen wir unseren Farbkarton auf die kurze Seite und jetzt schneiden wir. Und zwar rechts bei 2,5 und links bei 2,5. Wir fangen mal auf der rechten Seite an und bei unserem Schneidbrett kann man das hier schön rechts anlegen.
Bei 2,5 cm lege ich jetzt hier rechts, also nicht links, sondern die rechte Seite rechts bei 2,5 cm an. Jetzt nehme ich meine Schneidklinge und die schiebe ich jetzt auf die Höhe von 2,5 cm und schneide jetzt runter bis 16,5 cm. So, ich habe also jetzt hier diese drei seitlichen Falzlinien einfach miteinander verbunden mit einem Schnitt. Okay? Jetzt lege ich mein Papier an der linken Seite bei 2,5 cm an und wiederhole das. Mach das Gleiche. Schneidklinge bei 2,5 cm einsetzen und schneide von 2,5 cm bis 16,5 cm. Oder ihr schneidet einfach von der ersten Falz bis zur letzten Falz. Dann kommt ihr auf das Gleiche. Und dann sind wir auch schon fertig. So, und jetzt wird das Ganze gefalzt. Und jetzt dreht ihr das so zu euch, dass ihr quasi hier diese zwei kleinen kurzen Falzlinien zu euch zeigen. Und jetzt schiebt ihr mal euren Finger hier so da drunter und faltet jetzt einmal hier an der ersten Falzlinie das nach hinten weg und die zweite hintere wieder zu euch hin, also wie so eine Ziehharmonika. Und dann falzt ihr das hier oben einfach in der Mitte nach hinten. Und dann fällt die Karte schon ganz einfach in diese Form, wie ihr sie braucht. Dann könnt ihr es mit dem Falzbein einfach glatt drücken. Ich mache das nochmal. Wenn das jetzt hier so flach liegt, legt ihr eure Finger dazwischen, schiebt die erste Falz hier so nach oben und die zweite Falz nach hinten. Und dann klappt das eigentlich schon in die Richtung, wie ihr es braucht. Dann falzt ihr das hier oben an dem Stück, was sich aufstellt, nach hinten. Und schon habt ihr die Karte genauso, wie ihr sie braucht. Nämlich so. Das ist der ganze Zauber von dieser Center Step Karte oder Treppenkarte mit Mittelpunkt. ja, Treppenkarte. Also sie heißt auf Englisch Center Step Karte und gehört eben zu den Treppenkarten oder Stepper Karten. Genau. Und jetzt verzieren wir das Ganze natürlich. Ich lege das hier nochmal hin. Und zwar brauchen wir jetzt Designerpapier einmal für die Seitenteile und einmal für das mittlere Teil. Hier habe ich zwei verschiedene genommen. Einmal die Vorderseite in der Mitte und die Rückseite hinten. Und hier habe ich es gleich gemacht. Vorderseite. Ich mache es jetzt wieder so wie hier mit den Wölkchen. Und dazu braucht ihr jetzt Designerpapier. Ich habe mir das eben aus dem Designerpapier genommen, Fahrt durch die Lüfte. Da guckt ihr, was ihr habt oder ihr wartet, bis es euch bestellt habt. Und dann braucht ihr zwei Stückchen in 11,2 cm mal 2,2. Das sind die zwei schmalen, die kommen dann hier außen hin. Und ein Stück in 11,2 mal 5,2. Und ich rate euch, das wie folgt zu schneiden, sodass ihr nämlich ein fortlaufendes Muster habt. Ihr schneidet zuerst den linken Streifen, das ist dieser hier, in 11. Oder ihr nehmt, am besten ist es, wenn ihr es folgendermaßen macht. Dann schneidet ihr papiersparend. So, ihr müsst ja darauf achten, dass euer Motiv in der richtigen Richtung liegt. Das heißt also, das muss ja alles in diese Richtung sein. Das heißt, ihr legt euer Papier einmal so rum ein und schneidet jetzt hier die Länge von 11,2 cm ab. Dann habt ihr nämlich diese Länge schon mal da. Und dann nehmt ihr euch das Stückchen in 11,2 cm, schneidet den ersten Streifen 2,2, den nächsten in 5,2 und dann nochmal einen 2,2. Und dann bekommt ihr nämlich dieses fortlaufende Muster und habt das dann hier vorne schön in einem. Das habe ich nämlich hier nicht gemacht, deswegen gebe ich euch jetzt den Tipp, das hier zu machen. Da sieht es noch ein bisschen harmonischer aus. Ja, also zwei Stück in 11,2 mal 2,2 und das mittlere Stück hat 11,2 mal 5,2. Und das kleben wir uns jetzt auf. Dazu könnt ihr euch die Karte flachlegen. Achtet hier drauf, dass ihr das oberhalb von der zweiten Querfalz hier einklebt. So, und das mittlere dann auf das große Feld. Und das könnt ihr euch hier schön mit Flüssigkleber befestigen. Jetzt ist eigentlich das Gröbste von der Karte erledigt. Jetzt kommt nur noch Verzierung. Also das ist jetzt eigentlich, ja,
könnt ihr das jetzt dann so machen, wie ihr das möchtet. Die Verzierung ist ja nur eine Idee von mir, ein Beispiel von mir. Das könnt ihr selbstverständlich jederzeit abändern. So, einkleben. Achtet hier schön darauf, dass ringsrum überall der gleiche Rand ist. Ich habe so 1,5 mm ringsrum. Mir gefällt das besser. Manche machen 5 mm, also 2,5 oder 3 mm ringsrum. Das ist mir zu viel, muss ich ehrlich gestehen. Ich mag es lieber, wenn es ein bisschen schmäler ist. Hier beim Aufkleben darauf achten, dass ihr auch hier unten, weil hier ja keine Falzlinie ist, aber dass ihr eben hier auch gleichmäßig das aufklebt, ne? Sodass ihr hier unten auch die 1,5 mm habt. Ne? So, ich lehne mich immer daran, dass ich den gleichen Abstand hier nach oben zur Falz mache und dann entsteht ja der unten automatisch aufgrund des Zuschnitts. Ich verteile dann immer gerne so nochmal mit meinem Falzbein den Kleber. So, und jetzt können wir die Karte wieder aufstellen und dann ist sie soweit vorbereitet. Jetzt machen wir hier unten mit dem Spruch weiter und dazu nehmt ihr euch ein Stückchen in Aventurin und das hat das Maß 10,2 x 2,2. Ich finde, das passt farblich wunderbar und das gibt nochmal so ein bisschen ja, Frische in unsere Karte und das, den Spruch, alles Gute, den embossen wir uns jetzt. Und zwar braucht ihr dazu erstmal das Stempelset. Da habe ich hier den Spruch rausgenommen, alles Gute. Dann brauchen wir ein Versamark Stempelkissen. Wir brauchen den Buddy, um hier die Statik vom Papier zu nehmen, damit unser Embossingpulver auch wirklich nur da kleben bleibt, wo es hin soll. Dann brauchen wir weißes Embossingpulver und unser Erhitzungsgerät. Und dann können wir hier erstmal unseren Stempel mit der Versamark-Tinte, mit der Klebetinte aufstempeln. Das werdet ihr jetzt nicht sehen. Ich hoffe, ich kriege das schön gerade und schön mittig hin. Das könntet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil ja diese Klebetinte farblos ist. Und dann können wir jetzt das Pulver drüber streuen. Fast nicht mehr so viel auf das Papier, sonst habt ihr nachher die ganzen Tapser drauf. Und wir brauchen ja das ganze Papier schön. So. Jetzt seht ihr es mal, leicht schief bin ich geworden. Aber ist nicht so tragisch. Jetzt können wir das Ganze mit dem Erhitzungsgerät auf Stufe 2 heiß prägen. Das kennt ihr alle, wie das geht. Mit etwas Abstand, in kreisenden Bewegungen hin und her über den Spruch gehen. Und sobald es glänzend wird, das ist immer der spannende Moment, wenn es von matt zu glänzend wird, dann ist es fertig, heiß geprägt. Und dann bekommt man diesen wunderschönen Schriftzug. Ihr könnt auch von unten nochmal dagegen gehen. So, fertig. Lass einen Moment abkühlen. Und dann kann man das Ganze nämlich auch schon mit, also ich habe es mit Dimensionals aufgeklebt und die kommen jetzt hier auf die Rückseite. Dann nehme ich mir einfach 3 Stück. So. Und dann kommt das hier vorne drauf. Dazu lege ich mir das nochmal flach und setze mir das auch schön mittig. Auch hier habe ich diese 1,5 mm nach außen. Und das wird nachher noch ein bisschen mit Steinchen verziert. Aber jetzt widmen wir uns einmal der Verzierung. Und zwar habe ich hier in der Mitte mit den Stanzformen ausgestanzt. Ein Herz, und zwar ist das dieses hier. Das habe ich genau 5-mal ausgestanzt. Und zwar in Aquamarin wie die Grundkarte. Hier habe ich es nur 3-mal gemacht. Gefällt mir aber nicht ganz so gut, drum habe ich mich dann hier für 5-mal entschieden. Das kann man dann auch besser flach drücken. Würde hier auch gehen, ne? Aber ja, eine Seite ist dann höher wie die andere. Also ich habe jetzt das hier quasi 5-mal gemacht und
So finde ich, sieht es ein bisschen fülliger aus. Ja, also das ist aber Geschmackssache. Also fünfmal dieses Herz. Und dann habe ich hier, das sind übrigens die Körbe. Da gibt es eben hier verschiedene, die unten an dem Heißluftballon dranhängen. Ich habe mir hier den etwas größeren ausgestanzt, weil das ja das etwas größere Herz ist. Und das setzen wir jetzt zusammen und kleben uns das auf. Und das kommt auf ein Stückchen weißen Farbkarton. Und der hat ein Maß von 10,5 x 4,5. Der kommt also dann hier so mittig auf unser Papier. Genau. So, und jetzt müssen wir natürlich unser Herz hier auch so ein bisschen falzen, damit wir das so zusammenkleben können. Und wie das jetzt hier funktioniert, wie ihr dieses 3D-Herz bekommt, das zeige ich euch jetzt. Ihr falzt jetzt erstmal alle Herzen einmal in der Mitte. Ich lege mir die dazu hier in den Papierschneider, lasse oben die Bögen hier oben anstoßen. Seht ihr das hier, ne? So. Und mache dann hier genau in der Mitte zwischen Spitze und dieser Einsenkung hier eine Falzlinie. Das könnt ihr natürlich auch mit dem Falzbein und mit dem Lineal machen, das geht auch. Und zwar alle fünf. So. Na. So, jetzt nehme ich mir das Falzbein und falze die dann auch einmal so, und zwar quasi diese geprägte Linie. Ihr seht ja, das Herz hat so eine leichte Prägung, die kommt nach innen, weil das will ich ja nachher später sehen, und deswegen muss das oben sein. So, hier nochmal gucken. Hier bin ich ein bisschen verrutscht, dass ich es nochmal besser falze. Also die sollten wirklich schön gleichmäßig gefalzt sein, sodass eben dieses schöne gleichmäßig aufgefächerte Herz dann entsteht. Und jetzt beginnen wir, jetzt legt ihr euch die alle so hin, und jetzt kleben wir quasi jede, also auf die rechte Seite vom Herz, die nächste, die linke Seite vom nächsten Herz. Okay? Also, ich mache mir auf die rechte Seite von meinem Herz Kleber und nehme die linke Seite vom nächsten Herz und setze die ganz genau bündig über das andere Herz und drücke das fest. So, je genauer ihr hier arbeitet, desto schöner wird euer 3D-Herz. Und so macht ihr jetzt einfach weiter. Auf die rechte Seite wieder die linke Seite vom nächsten Herz. Schön gleichmäßig übereinander setzen, festdrücken. Hier nochmal kontrollieren. Und jetzt auch wieder hier auf die rechte Seite von dem Herz und so weiter und so fort. Ja, also das müsst ihr, ist ein bisschen Fleißarbeit, aber das lohnt sich, weil das wirklich schön wird. Schön übereinander legen, nochmal kontrollieren, dass es auch passt. Den nochmal so ein bisschen schieben und ruckeln. Und dann schön festdrücken. So, und wenn ihr das jetzt öffnet an den beiden äußeren, dann klappt sich das hier schon so wunderschön auf. Und das kleben wir hier auf den weißen Bogen und unten drunter natürlich unseren Korb. Und ich richte mir das hier so ein bisschen aus, lege mir das hier so drauf, damit ich das so sehe, wo ist die Mitte, dass ich das mittig habe. Und klebe jetzt mir hier zuerst diesen Korb auf. Nehmt nicht zu viel Kleber und schaut jetzt, dass ihr das hier so ein bisschen ausrichtet. So, genau, so könnte es passen. Und dann nehme ich mir mein Herz und mache hier auf die Rückseite, auf diese beiden Flügelchen, auch Flüssigkleber, und dann setze ich mir das Herz hier schön mittig auf meinen weißen Farbkarton, so dass er hier eben schön abschließt, hier mit diesem Korb. Und dann drücke ich das hier nochmal schön fest und lasse das einwirken. So, jetzt habe ich mir
das Ganze noch bestempelt. Ich habe mir diese zwei Herzen gesucht und da habe ich ein Stempelset gefunden aus dem Jahreshauptkatalog. Das heißt Rustikaler Strauß und da gibt es hier diese schönen Herzchen. Und die stempel ich mir jetzt noch einmal hier unten links und einmal oben rechts in Flamingorot, was auch eine Farbe ist, die in dem Designerpapier vorkommt. Also wenn ihr euch von der Farbkombination immer so ein bisschen an das Designerpapier haltet, dann passt das wunderbar zusammen. So, dazu drücke ich mir jetzt das mal hier so zur Seite, dann kann ich besser stempeln. Mache mir meine Herzen hier oben hin. Einmal so. Und dann die nächsten nach da unten, die drehe ich mir jetzt genauso ein bisschen in die andere Richtung, sodass das ein bisschen lebendiger aussieht. Ne? Also die einen sind so gerichtet, die anderen so. Dann kann ich mir das hier wieder aufklappen. Wunderbar. Und dann sieht das schon ein bisschen lebendiger aus. Nachher kommen jetzt dann noch ein paar Steinchen drauf. Und jetzt können wir uns das Ganze auf die Vorderseite von unserer Karte kleben. Und zwar einfach auch plan mit Flüssigkleber. So, und hier bitte auch schön mittig überall gucken, dass nach außen hin der gleiche Abstand da ist und das Ganze schön festdrücken. Und jetzt kommt natürlich hier noch ein Schleifchen dazu, dann sieht das etwas lebendiger aus. Dazu nehme ich mir die Kordel in Flamingorot und nehme mir hier ein Band, das doppelt ist. Also die Kordel nehme ich mir immer gerne doppelt, dann sind die Schleifen einfach schöner, die fallen dann besser. Ungefähr so, ich sag mal 15 cm nehme ich mir jetzt hier doppelt, schneide das ab. Lass die linke Schlaufe noch zusammen und jetzt mache ich mir hier eine Schleife. So, dann verdrehen sich diese Kordeln nicht so und dann wird die Schleife einfach schöner. Genau. Und dann ziehe ich mir das hier fest und habe dann hier eine schöne doppelte Schleife. Die muss ja auch gar nicht groß sein. Achtet darauf, dass die hier gleich groß sind, die beiden Schleifen. Dann könnt ihr euch das so ein bisschen zurechtzuppeln, damit es schön aussieht. Und wenn es dann passt, dann könnt ihr das hier unten auch abschneiden. Ich mache das aber so ein bisschen versetzt, sodass eine Seite kürzer ist wie die andere. Dann sieht das auch wieder etwas lebendiger aus. Dann könnt ihr sie noch ein bisschen zurechtzuppeln. Und dann klebe ich mir das mit etwas Abreißklebeband hier direkt unten auf die Spitze vom Herzen. Wo ist der Anfang? Ich finde, Abreißklebeband hält am besten. Viele von euch machen das mit den Glue-Dots. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann irgendwann abfällt. Deswegen arbeite ich lieber mit Abreißklebeband. Und das, was dann hier so übersteht, das klappe ich einfach um. Na, jetzt komm schon. Ich weiß, das ist bei den Schleifen immer ein Gefrieme. Aber es lohnt sich. Es hält besser. Also ihr seht, das steht jetzt hier so ein bisschen über. Ne? Das klappe ich mir einfach so nach innen, sodass man das nicht sieht. Und dann setze ich mir meine Schleife, die jetzt da links noch ein bisschen zu groß ist. Dann ziehe ich mir die noch ein bisschen zurecht. Und dann wird es hier einfach aufgeklebt. So, und dann hält es wunderbar. Und jetzt kommen noch die Steinchen zum Einsatz. Da könnt ihr jetzt gucken, was ihr nehmt. Ich habe jetzt hier leider von den hellblauen nur noch zwei. Das heißt, die setze ich jetzt hier unten drauf, damit die Farbe hier nicht die gleiche ist. Nehme ich jetzt hier dieses Aquamarin hier unten hin. Und hier oben hatte ich eigentlich auch Aquamarin. Nehme ich aber jetzt hier Azurblau. Passt ja auch wunderbar. Und dann haben wir nochmal eine ganz andere Kartenvariante. Ich zeige euch gleich, weil vorher habe ich alles mit Aquamarin gemacht. Jetzt habe ich es so gemacht. Hier seht ihr nochmal den Unterschied. Ja, ne, hier habe ich alles Aquamarin. Hier haben wir jetzt unten Aquamarin und oben Azurblau. Hier nochmal die dritte Karte dazu. Also, ja, da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich schalte jetzt noch einmal um und verabschiede mich von euch. Stopp, ich habe noch was vergessen. Wir sind noch gar nicht fertig. Wir brauchen ja hier innen noch ein Stückchen weißen Farbkarton, damit wir hier ein paar Grüße reinschreiben können. Ja, und zwar
11,2 mal 10,2 cm habe ich mir hier zugeschnitten und das kleben wir uns natürlich jetzt hier noch rein. Einfach mit Flüssigkleber, dann ist auch die Karte auf der Rückseite noch ein bisschen verstärkter. Was ihr auch noch machen könntet, ihr könntet das gleiche noch mal hinten drauf kleben auf die Rückseite, dann ist die Karte hinten noch stabiler. Vorne ist sie ja schon stabiler geworden durch die Designerpapiere und die Verzierung. Also ihr könntet das gleiche jetzt noch mal hier hinten drauf kleben und könnt dort dann hier noch was reinstempeln, hier hinten was schreiben oder hier hinten einfach nur mit Stempelmotiven verzieren. Das könnt ihr gerne noch machen. So, aber jetzt entschuldigt bitte. Ja, ihr Lieben, ich sage Dankeschön, dass ihr bis zum Schluss hier dran geblieben seid und mit mir diese wunderschöne Karte gewerkelt habt. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Nun würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen, über einen lieben Kommentar und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Dazu findet ihr hier unter dem Video mehr Informationen. Damit unterstützt ihr mich, sodass ich euch hier weiterhin viele, viele, viele Bastelanleitungen und Tipps geben kann. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, eure Birgit. Tschüss!